In dieser Klausuraufgabe geht es um Phasendiagramme mit invarianten Punkten. Die Abbildung zeigt das Phasendiagramm des Systems Cobalt-Chrom bei einem Bar. Alle fünf einphasigen Bereiche sind markiert. Flüssig, FCC, BCC, Sigma und HCP. Wie lautet die Reaktion, die am eutektischen Punkt stattfindet? Der eutektische Punkt ist leicht zu finden. Sie haben eine Liquiduslinie, die eine V-Form zeigt. Und hier ist der eutektische Punkt am Minimum einzuzeichnen. Wenn wir die eutektikale, also die Pronode am eutektischen Punkt einzeichnen, dann sehen wir, dass diese eutektikale die FCC-Phase mit der BCC-Phase verbindet bei 1400 Grad. Das bedeutet, die eutektische Reaktion lautet, Schmelze gibt FCC plus BCC bei 1400 Grad. Wie lautet die Reaktion, die am eutektoiden Punkt stattfindet? Ein eutektoider Punkt sieht ähnlich aus im Phasendiagramm wie ein eutektischer Punkt. Wir haben diese V-förmige Struktur der Binodale. Nur haben wir diesmal keine Flüssigkeit, die zerfällt, sondern einen Feststoff, der in zwei andere Feststoffe zerfällt. Hier ist der eutektoide Punkt. BCC zerfällt in FCC und Sigma-Phase bei etwa 1270 Grad. Wenn wir 5 kg Kobalt und 5 kg Chrom schmelzen und langsam auf 1200 Grad abkühlen, welche Phasen liegen in unserem System vor? Wir haben eine 50-50 Mischung, also wir sind bei 0,5 Molenbruch. Wir gehen auf 1200 Grad Celsius. Der Punkt, der hier eingezeichnet ist, entspricht dem Zustand des Systems. Der Punkt liegt im heterogenen Bereich. Wir können eine Konode einzeichnen. Die Konode verbindet die FCC-Phase mit der Sigma-Phase. Das bedeutet, wir haben ein heterogenes Gemenge aus FCC und Sigma-Phase. Wenn wir die Mengenverhältnisse wissen wollen, müssen wir das Hebelgesetz anwenden. Wir haben hier links einen Hebelarm von 11, hier rechts einen von 3. Das bedeutet, Sigma-Phase zu FCC-Phase verhält sich wie 11 zu 3. Sigma plus FCC-Phase ergibt 10 Kilogramm. Bedeutet, wir haben Sigma-Phase 7,8 Kilogramm, entsprechend 78%.